Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Das sind wir. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Zwei Feen. Nicht Navi. Ja, haben sie sich zugewinnt? Ja, haben die. Hey! Erschrocken. Lass den Pona in Ruhe. Moin. Maske. Das ist ein recht guter Film. Das war gut, ihr Feen. Ich frage mich aber, weil er das von Wert bei sich trägt. Räuber. Huch, dieser Kerl. Ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Mach's dir weh. Bisschen. Klar, jetzt haben wir gegengetreten. Nice. Tot. Das war das Abenteuer von Rakete. Ja, danke, dass er dabei war. Nein, Spaß. Wow. Abgezogen. Oh, was ist das für eine hübsche Ocarina? Ey, Horrorkind. Lass sie mich auch mal! Ich will sie sehen! Das geht nicht, Hail! Stell dir nur vor, sie fiel dir aus den Händen und würde zerbrechen! Du darfst sie nicht berühren! Auf keinen Fall! Moin, Lion Cat! Oh, aber Schwester, warum darf ich das? Oh, das ist die Schwester, warte! Warum darf ich nicht auch? Hallo! Ja, versucht auf der Ocarina zu spielen. Dong. Hallo? 400%. Wir fangen gerade erst an und tatsächlich wollen wir die Story spielen. Story-Prozent. Ja, genau, Story-Prozent. Prozent dauert, glaube ich, auch sehr, sehr lange. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo alles ist. Ja. Alter! Ich bin einfach wir werden einfach von dem Pona geschliffen und der klaut unser Pferd einfach! Unsere Ocarina! Das auch noch! Weißt du? MM ist ein super geiles Spiel. Oh ja. Ich hab sehr viel wieder vergessen, deswegen bin ich wieder gespannt drauf. Bye-bye. Drive-by? Drive-by. Bridge of Palmino war das. Ja, nice, dann kannst du es ja mit uns zusammen entdecken, wenn du möchtest. Boah, ist die darfst dich bewegen. Ja, natürlich. Was tun denn die Bär? Ich dachte irgendwie, das von der Stadt. Siehst du? Er hat auch schon eigentlich alles vergessen. Ja. Erstmal Rupees. Nice. Erstmal die. Ja. Hat uns die Ocarina geklaut? Erstmal Money in der Tasche. Ja, ich muss ja jetzt wieder Stocks holen, damit ich mir eine neue kaufen kann, ne? Stocks. Ich hab's auch erst vor ein oder zwei Jahren das wieder durchgespielt. Boah, ja, ist krass. Ein bisschen länger. Ist auch schon länger her, tatsächlich.
Ja, gehen wir mal hinterher. Bei dir ist es, glaube ich, auch schon 4 Jahre, 3 Jahre, drei? Ja. 13 Jahre. Ich glaube, es war so 2017, ne? War das? Meine ich. Und gezockt. Oh, was ein Jump. Alter! Ich liebe diese Flicks, ne? So geil. Ja, das ist so gut, dass sie das verändert haben und nicht so langweilig wie in Ocarina of Time einfach. Dreimal durch, nice. Ich glaube, ich tatsächlich erst auch so ungefähr. Tatsächlich. Das ist, glaube ich, mein 4. Playthrough. Aber mit dir zusammen halt. Über schon hin. Na klar. Was bedeuten die Symbole? Not sure. Ich sehe eine Ocarina, ich sehe eine Uhr, ich sehe einen Goron, ich sehe einen Deku, ich sehe. Das waren die Vorläufer der Emojis. Nice. Sehr gut. Eine Deku-Pflanze? Okay. Okay. Das war nicht rein. Draw me like one of your French girls. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. Das ist kein Esel. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, um es loszuwerden. Oh, buhu. Warum das traurige Gesicht? Oh, grinst wohl. Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Na. Ja, tatsächlich, wir spielen die Timeline. Jo, danke für den Follow. Jo, danke. Wir spielen tatsächlich die Timeline durch und sind jetzt gerade in der Child-Timeline. Und, ja. Genau. Also kommt nach mit Majora's Mask dann tatsächlich auch Twilight Princess. Alter, was geht jetzt hier ab? Böse Träume, Weber. Oh mein Gott. Das ist eine Party, auf die ich nicht gehen möchte. Oh shit. Fleischfressende Pflanzen? Hat zu viel vom Deku-Saft getrunken. Man, that dream. Jetzt über Deku. Er hat zu Pinocchio in die Nase gemacht. Dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Wie frech. Wie gemein. Dank. Dann beantworte ich gleich die Frage. Oh, voll gemobbt. Gemein. Warum hält sie uns auf? Schwester! Genau, danke, Enkel. Hey, das bist du. Hey, Horrorkid, warte auf mich. Ich bin doch noch hier. Heil, du kannst ohne mich nicht fort. Und nur zurückgelassen. Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Du hast uns aufgehalten. Und sitz hier nicht rum, Deku-Junge. Tu was. Ich grimmig. Was starrst du mich so an? Hat irgendwas im Gesicht? Welches Gesicht? Du hast kein Gesicht. Auf den ganzen Stadt. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte. Oh, sie hat bitte gesagt. Komm schon. Endlich. Ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Das Bein ist gefälligst. Erst fies sein, dann befehlend. Ich hoffe, dass dem Kleinen nicht zustößt. Erst befiehlt sie uns, also erst ärgert sie uns, dann befiehlt sie uns, dann bittet sie und dann jammert sie uns. Money. Ja genau, Twilight Princess kommt nach Majora's Mask und wie NK schon richtig sagt, wir sind derselbe Link, der auch in Ocarina of Time schon, der Young Link war. Ist da oben schon was? Gibt's da oben schon was? Der ist direkt im Loop-Modus. Cool. Also wahrscheinlich muss ich erstmal zur Tür gehen und dann sagt sie nochmal so. Du kannst ja auch einfach. Also, oh mein Gott. Ich dachte, ich werde so eingesperrt. Was ist das? Nein, aber jetzt kennst du die Mechanik mit der Blume, weil du dich umgeschaut hast. Hey, warte auf mich, ich lass mich nicht zurück. Also, sehr gerne. Was da vorhin geschehen ist, ich entschuldige mich, also nimm mich bitte mit. Willst du auch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen? Vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Ja, dann raus mit der Sprache. Nimm mich mit. Nimm mich mit dir.
und ich helfe dir beim Suchen. Abgemacht. Bitte. Gut, dann ist abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, wie ich das Horror-Kit gefunden habe. Bis wir das Horror-Kit gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also, nett dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Danke. Thank you. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drück C oben und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Mal klar. Wir kommen richtig klar. Keine Ahnung. Whatever. Kannst du da einfach runterspringen? Oh, da unten kannst du looten. Hey, wenn ich nach dir rufe, solltest du besser rasch hindrücken. Ich sehe schon, du hast noch nicht mit dem Dasein als Deko Hör gut zu. Stehst du in der jetzigen Form auf einer Dekoblume, dann halte A gedrückt. Auf diese Weise kannst du abtauchen. Warte ein paar Sekunden, bevor du A loslässt. Die Blume wieder schleudert dich. Regelrichte, boah, das kann man doch schon Luft holen dabei, ne? Drücke A, während du schwebst, um zu landen. Hast du das kapiert? Nein. Fuck. Wow. Das ist wie die Eule. Ich kann nicht raus.